Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Eine Frage habe ich an Franz vorher vergessen, ist, wie kommt man eigentlich zu einem Firmennamen? Das ist eine lustige Geschichte. Ich war auf der Suche nach einem Firmennamen und meine Tochter ist mit einem Schularbeitenthema nach Hause gekommen, mit dem Thema Scionestio vom Lateinischen, ich weiß, ich kenne. Dasselbe Thema hatte ich als Matura-Thema. Und das war dann okay, klingt irgendwie witzig. Ich kenne Technologien als Technologieentwickler und habe mir geschaut, ob die Domain frei ist. Damit war eigentlich der Weg frei. Okay. So, wir Hat sind aber aber, keinen speziellen okay, hat Hintergrund. keinen speziellen Hintergrund. Wir sind allerdings jetzt da ja, im heiligen Raum der Produktentwicklung sozusagen. Und eines, was du hast du hier da auch Platine, vielleicht kann man das jetzt einmal besser sehen, das ist wirklich ja, hauchdünn, bewegbar. Da sind auch Leuchtdioden bestückt sozusagen. Das heißt, da ist eigentlich jetzt so, wir haben hier ein Produkt, das ist einfach gedruckt auf PE oder PET. PET und bestückt dann quasi mit Leuchtdioden oder normalen Elektroden. Genau. Das wäre jetzt einfach ganz klassisch wie eine herkömmliche Platine, nur mit dem Unterschied, der Untergrund ist eine Kunststofffolie, PED ist ultra dünn. Es sind hier die ganzen elektronischen Strukturen, der Electrical Circuit, mit draufgedruckt in Multilagenstruktur. Und da sieht man den großen Unterschied. Wir drucken nur dort eine weitere Lage, wo es auch notwendig ist. Das heißt, wir arbeiten mit Brücken, wir bedrucken nicht vollflächig und ätzen damit runter, sondern wirklich nur dort additiv gedruckt, wo es gebraucht wird. Und in der nächsten Schritt einfach dazu auch noch die Bauteile mit draufgebracht, mit gebondet und somit haben wir eigentlich einen fertigen Circuit, fertiges Bauteil. So, und jetzt im nächsten Schritt schauen wir sich das eigentlich an, was ihr für die, man, das sieht man unweigerlich, für die Automobilindustrie auch schon einmal rein entwickelt habt. Das ist. Das ist die Rückleuchte von einem deutschen Nobelwagen. Worum geht's? Wir hatten mit denen eine Designstudie, um zu eruieren, wie viel Gewicht kann eingespart werden. Und man sieht hier das Originalteil ohne Blende vorne mit den klassischen Platinen auf der Innenseite. Dieses Teil wiegt 2,4 Kilogramm. Und die Designstudie war einfach, wie viel Gewicht kann ich einsparen? Unser Gegenentwurf hierzu war einfach eine PET-Folie mit allen LEDs, mit allen Funktionen drauf. Und wenn man die Kamera kurz rüber schwenkt, man Ja. sieht hier die Folie, PET-Folie, bedruckt, bestückt mit allen LEDs, mit allen Funktionen. Controller sind mit drauf und ist in vollem Funktionsumfang. Funktionswichtig. Das heißt, wenn man die Frontscheibe hinzunimmt, hat man die Folie nur noch eine Folie hinter der Frontscheibe. Und das Gewichtsreduktion ist jetzt schon 2,5 Kilogramm, 400 Gramm. Also über 2 Kilo. Über 2 Kilo je Leuchte reduziert das Gewicht. Das ist natürlich ein sehr großer Ansporn im Bereich E-Mobilität, wo es darum geht, Reichweite. Jedes Kilogramm ist hier ein Reichweitenthema und auch Richtung CO2-Abdruck. CO2-Einsparung wird die Emission drauf gemessen. Das heißt, das sind Themen, die gerade im Bereich E-Mobilität von großer Wichtigkeit sind. Und das war auch unser Einstieg in die Automotive-Branche, wo wir jetzt Rückleuchten für Kunden, für spezielle Effekte, spezielle Lichteffekte, aber auch für den Bereich Gewichtseinsparung und neue Designmöglichkeiten erstellen. Okay, Automobil war klar, ist auch sehr interessant, weil 2,5 Kilo, also 2 Kilo Einsparung ist wirklich viel. Das ist ja 2 Kilo pro Leuchte Pro quasi. Leuchte. Das heißt, man hat ja mehrere Leuchten beim Auto drauf. Das geht gleich richtig ins Gewicht. Allerdings, und das ist für mich jetzt wirklich der nächste Schritt ist, dass wir das auch verformbar ist. Bei einer Platine habe ich in der Regel das Problem, die ist starr. Genau. Ihr könnt hier aber jetzt quasi das drucken und dann auch noch verformen. Richtig. War die Leuchte, die wir jetzt gerade gezeigt haben, noch planar produziert und nur gebogen, leicht gebogen, so kann man hier noch einen Schritt weiter gehen und kann den Werkstück, also die Platine letztlich wirklich dreidimensional verformen, mit allen Bauteilen drauf. Wieder, das ist flach gedruckt, das ist flach bestückt
und im Nachgang verformt. Und da haben wir jetzt verschiedene... Darf ich dir schon mal nur kurz einmal reinzeigen? Also nur damit Sie es sehen, also das ist quasi... Und hast du da nur als Ausgangsprodukt die Folie selber quasi? Die Folie selber haben wir auch. Da sieht man eben, die Folie ist... Das heißt, flach. Das ist ein flaches Teil, wirklich flach, und das wird dann eigentlich gepresst oder so, dass man das mit einem Ding... Das wird thermogeformt, das ist der Prozess. Ja. Wow. Richtig, richtig geile Sache. So, und wie das ausschaut, das schauen wir sich jetzt gleich an. Hier sieht man das Ganze dann geformt in Funktion, und ob man hier LEDs aufbringt, ob man hier Touch-Funktionen mit aufbringt, man kann eigentlich jede Art der Funktion integrieren, und das ist genau das, was unsere Technologie so einzigartig macht. Wir drucken flach, wir bestücken flach, verformen, und in der Folge kann man das Ganze dann überspritzen, in Glasfaser vergießen. Hier ist es im Spritzgussverfahren weiterverarbeitet. Also im Endeffekt erhält der Kunde ein Werkstück, wo die Elektronik vollkommen mit integriert ist. Und da wir Standardkomponenten verwenden in der Elektronik, können wir eigentlich jede Art der Funktion darstellen, sei es Lichtgebung, sei es Sensorik, sei es Darstellung von Funktionen. Prinzipiell können wir wie eine klassische Platine jede Funktion darstellen. Ja, ein weiteres Anwendungsgebiet, und das haben wir im ersten Teil des Interviews schon gemacht, ist ja auch so Heizungsbereich. Der ist vor allem auch interessant für Altbausanierung. Das heißt, man könnte theoretisch einfach in ein Pressspann oder Laminatboden eigentlich eine Heizung gleich einbauen. Das heißt, draufdrucken, also eigentlich nicht draufdrucken, sondern die ist eigentlich unterhalb des Laminats, ist quasi die Heizschicht drinnen, die voll integriert ist mit allem, ja, Regler, muss man halt außen irgendwo hinlegen, ist ganz klar. Allerdings wäre das natürlich eine irrsinnige Erleichterung, weil ich stehe vor demselben Problem, ich habe keine Bodenheizung zum Beispiel drinnen und ich überlege, wie man das vielleicht machen könnte. Wenn das Produkt vielleicht in 2-3 Jahren auf dem Markt ist, dann wäre das sozusagen eine Lösung. Und das, was du da hast, ist quasi so eine Heizung. Wir haben das im Luftfahrtsbereich schon umgesetzt für exklusive Kabinenausstattung von Privatjets, wo es darum ging, Fußbodenheizungen zu integrieren. Das ist sehr simpel gemacht, eine Folie, die mit leitfähigen Strukturen besetzt ist oder bedruckt ist und über eine Art Widerstandsheizung letztendlich das erwärmt. Mhm. Die kann voll mit integriert werden, egal ob das klassischer Fußboden ist, ob das im Laminatbereich ist, ob das Holzbereich ist. Wir können die im Holz mit Laminatverfahren mit verpressen. Und das ist jetzt ein interessantes Thema, das sich weiterspinnt in Richtung Altbausanierung. Weil gerade im Altbaubereich, wenn ich den Fußboden tausche, habe ich dann auch die Möglichkeit, gleich eine Heizung mit zu integrieren. Ich brauche keine großartigen Stemmarbeiten, sondern im Parkettboden, im Laminatboden, habe ich bereits die Möglichkeit, dann eine Heizung zu integrieren. Das ist ein System, an dem arbeiten wir jetzt in verschiedenen Anwendungsthemen. Wie gesagt, im Aerospace haben wir es schon gemacht. Und nur, dass man es sieht, also das ist wirklich so dünn wie Papier. Und darauf ist sozusagen die Heizung. Und das wird quasi reingedrückt zwischen, ja, Holz oder Pressspan und dem Laminat quasi. Genau, das wird fix verklebt. Also man kann als Kunde, man kommt überhaupt nicht hinzu. Es funktioniert dann über ein Klicksystem. Genauso wie man heute die Laminatböden zusammenschiebt, ist der Kontakt erstellt und lässt sich verlegen. Man sieht nichts von der Heizung und sie ist doch da. Wow, super. Franz, danke für das ein paar Anwendungsbeispiele, die du uns zeigen kannst. Du kannst uns natürlich nicht alles zeigen, weil natürlich ihr seid ein F&E-Unternehmen, dadurch habt ihr Entwicklungskooperationen, vor allem zum Beispiel medizinischer Sektor, ganz spannende Sache, das geht ja auch immer mehr Richtung Miniaturisierung und auch schneller vor allem und direkter. Da geht es vor allem Richtung Home Monitoring, Point of Care, Diagnostik. Okay. Der Patient kann mit einfachen elektronischen Teststreifen zu Hause den Test machen. Das Ergebnis hat er digital vorliegen, sofort ausgewertet. Das Ergebnis geht digital auch zu seinem Arzt über. Das heißt, ist auch das Home-Monitoring-Thema kann hiermit erfüllt werden, dass der Patient einer kontinuierlichen Überwachung unterliegt. Macht er die Tests nicht, weiß der Arzt Bescheid, dass sie nicht gemacht wurden, kann Maßnahmen setzen, gehen die Werte zu weit aus dem Soll, kann auch vom Arzt aus reagiert werden. Das heißt, es ist ein Home-Monitoring und trotzdem erspart sich der Patient das mühevolle
Warten in den Ambulanzen, die Hinfahrt, die Rückfahrt. Es ist viel einfach ein Komfort. Und parallel dazu kann man auch die Ambulanzen dementsprechend entlasten, weil die ganzen Patienten das von zu Hause aus machen und nicht extra im Wartesaal sitzen und die Ambulanzzeit beanspruchen. Wow, das ist natürlich dann ein extra spannendes Thema, weil das ist ja auch die Zukunft. Ich meine, wir sind ja jetzt bei den ersten Schritten, die in die Richtung gehen, und jeder, der auch Eltern und so weiter hat, weiß auch teilweise, welche Problematik das mitbringt. Krankenhausfahren, dieses, jenes. Und wenn man so Teile natürlich nur ersparen können oder auch das ganze Monitoring, dann ist das natürlich ein sensationeller. Und hier können wir natürlich über die elektronischen Strukturen kostgünstig Prüfverfahren, Messverfahren zur Verfügung stellen oder produzieren. Hier kooperieren wir auch mit sehr großen Unternehmen, die einfach auf uns zukommen, weil sie die Technologie für diese Entwicklungen brauchen. Und da geht es ganz konkret bereits in die Umsetzung in Richtung Serienproduktion. Mhm. Franz, danke dir für das, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Entwicklungs-, also Sachen, was jetzt gerade mitten im Entstehen sind. Wie gesagt, du kannst nicht alles zeigen, ist klar, F&E-Unternehmen, aber ist echt spannend, und ich bin echt gespannt, wie sich da die Geschichte weiterentwickelt, denn das ist Zukunft, so wie es sein muss. Franz, viel Erfolg bei eurer erst einmal gerade Funding-Aktion, Investing-Aktion, und viel Erfolg natürlich auch bei eurem Produkt, und ich bin davon überzeugt, ihr seid da auf dem richtigen Weg. Und ich darf jetzt nochmal alle Zuseher einladen. www.conda.at, seht euch die Projekte an, macht beim Crowdfunding mit, helft uns und macht dabei ein gutes Investment. Genau, und mein Konflikt of Interest ist, ich habe schon investiert. Bei so einer Technologie muss man auch unterstützen. Tschüss und Baba.